Seit Release hat Helldivers 2 mit einigen Problemen zu kämpfen. Die Serverkapazität ist ja jetzt endlich so weit erhöht worden, dass da keine Probleme mehr bestehen. Doch die Spielabstürze, die treiben manche Spieler in den Wahnsinn. Heute ist ein neuer Patch erschienen. Ich gehe mit euch die Patchnotes durch. Unter anderem geht es auch um die Stabilität des Games. Aber viele PC-Spieler haben schon berichtet, auch in meinem Discord, dass das Spiel jetzt noch mehr abstürzt als vorher. Ich kann es nicht beurteilen, ich spiele auf Konsole. Und das ist generell immer das bekannte Problem bei den Patches von Helldivers 2. Mit dem neuen Patch kommen entweder neue Probleme oder alte Probleme, die noch nicht behoben wurden. Beziehungsweise alte Probleme, die behoben wurden, sind dann wieder rückgängig gemacht worden. Und ja, so hat man dann die doppelte Anzahl an Problemen. Nichtsdestotrotz schauen wir uns auf jeden Fall die Patchnotes an. Ich denke, da sind ein paar gute Sachen dabei, bezüglich auch was den Mech betrifft. Aber wir verlieren keine Zeit und starten wie immer direkt mal rein. Seit dem letzten Update gibt es ja die sogenannten Naturkatastrophen, den Meteoritenschauer, den Vulkanausbruch, die Feuertornados, das Erdbeben und die Ionenstürme. Und da wurde jetzt auf jeden Fall auch was angepasst. Die kommen jetzt nicht mehr so häufig vor. Zusätzlich wurde bei dem Meteoritenschauer der Explosionsradius reduziert, der Schaden wurde leicht reduziert und die Geschwindigkeit der Meteoriten wurde auch ein bisschen verringert. Zusätzlich hat man noch die Farbe ein bisschen angepasst, damit man die besser spotten kann, bevor die dann auf einem landen, bevor es zu spät ist. Beim Vulkanausbruch sieht es ungefähr ähnlich aus. Der Radius wurde reduziert, also der Explosionsradius. Und die Geschwindigkeit, in der die Steine halt fallen, wurde auch reduziert. Zusätzlich wurde noch die Belichtung auf Fenrir 3 ein bisschen angepasst. Gerade wenn es so hell war, hat man die Meteoriten kaum gesehen und war dann schneller tot, als man gucken konnte. Das war auch schon alles zum Balancing und jetzt kommen wir mal zu den Bugfixes. An allererster Stelle steht, dass jetzt der bzw. die Vorfälle reduziert wurden, an denen Patrouillen direkt beim Spieler spawnen. Der eine oder andere hat es vielleicht mal mitbekommen, dass mir nichts, dir nichts auf einmal 10 Millionen Bugs neben einem stehen. Und das ist jetzt auf jeden Fall auch reduziert worden. Es ist nicht komplett weg, versteht das nicht falsch. Es ist einfach nur verringert worden, die Wahrscheinlichkeit, dass es so passiert. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsfix, beziehungsweise worauf ich schon seit Release des Mechs gewartet habe. Und zwar war es ja bisher immer so, dass wenn ihr euch gedreht habt und die Raketen benutzt habt, selbst in die Luft geflogen seid, das hatte nichts damit zu tun, dass ihr euch zu schnell gedreht habt oder gegen den Felsen geschossen habt. Ja, natürlich, wenn ihr gegen den Felsen, wenn ihr dann zu nah da dran standet, dann hat der Explosionsradius euren Mech auch zerstört. Aber wie gesagt, die Rakete ist schon in dem Lauf explodiert, wenn ihr euch zu schnell gedreht habt und das ist jetzt endlich behoben. Und was jetzt auch noch zusätzlich gefixt wurde, ich wusste nicht, dass das ein Bug ist, beziehungsweise ich dachte, das wäre eigentlich so gewollt. Wenn euer Mech nicht mehr volle Kapazität bzw. Rüstung hatte, dann konntet ihr den Nahkampfangriff, dieses Stampfen, nicht mehr ausführen. Das könnt ihr jetzt immer noch machen, auch wenn der schon qualmt, spielt absolut gar keine Rolle. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was die, beziehungsweise welche Szenarien es waren, die das Spiel zum Abstürzen gebracht haben. Und zwar, wenn ihr Alt und Tab im Fullscreen-Mode, beziehungsweise Vollbild gedrückt habt, anscheinend auf PC. Nachdem ihr zum Beispiel die Sprache geändert habt, ist das Spiel abgestürzt. Dann steht hier halt noch PlayStation 5 Startprobleme. Ja, das kann ich bestätigen, das hat immer mega lange gedauert. Oder wenn ihr zum Beispiel eine Spritze benutzt habt, während ihr in dem Mech saßt, ist das Spiel auch abgestürzt. Wenn ihr zum Beispiel einer laufenden Mission beigetreten seid oder ihr einfach AFK im Bildschirm wart und danach zum Beispiel jemand euch gejoint ist oder ihr seid jemand anders gejoint, dann ist von denen das Spiel abgeschmiert. Das sollte theoretischerweise behoben sein. Falls ihr euch jetzt fragt, warum einige Sachen nicht behoben wurden, die offensichtlich sind. Hier gibt es immer eine Liste mit bekannten Problemen, die aber noch nicht behoben sind oder durch einen anderen Patch wieder entstanden sind. Und zwar fangen wir mal da ganz oben an. Da geht es generell eigentlich um die Freundschaftsanfragen über Crossplay.
Bedeutet, wenn ihr auf PlayStation 5 spielt oder beziehungsweise auf Konsole und ihr wollt dann halt mit jemandem zocken, der auf PC spielt, ihr könnt im Moment keine Freundschaftsanfragen versenden oder annehmen. Und die wissen, dass das Problem besteht. Ihr könnt auch keine Leute mehr, also euch die Leute von der Liste blockieren oder löschen, das geht auch alles nicht. Die wissen über das Problem Bescheid, aber haben noch keine Lösung. Der ganz normale Gamer kann sowas nicht wissen, wenn man nicht bei deren Discord immer up-to-date bleibt, beziehungsweise ich bin ja auf deren Discord von Helldivers und die haben da halt auch so Statements abgegeben, dass alle wollten wissen, was jetzt los ist mit den Freundschaftsanfragen und die hatten halt noch keine Lösung und haben deshalb nichts gesagt, aber jetzt haben sie halt sich dazu geäußert und haben halt wirklich gesagt, die wissen, das Problem besteht, die konnten das auch reproduzieren, aber die haben halt noch keine Lösung. Und die haben halt, wie gesagt, dieses Statement abgegeben, um transparent zu sein und weil die Leute halt wissen wollten, was los ist. Dann gibt es noch ein bekanntes Problem, was ich persönlich immer angesprochen habe. Wenn ihr manchmal wieder, also wenn ihr als Verstärkung wiedergeholt werdet in einem Hellpot und ihr könnt gar nicht steuern. Ihr könnt ja den Hellpot normalerweise immer so ein bisschen nach links und rechts steuern. Je nachdem, wie weit ihr euer Schiffsmodul geupgradet habt, könnt ihr das dann natürlich noch besser mit der Servolenkung oder wie das heißt. Auf jeden Fall ist das tatsächlich ein Bug. Es hat nichts damit zu tun, aus welchem Winkel man fliegt oder sonst irgendwas, sondern es liegt wirklich an dem Game. Es funktioniert nicht so, wie es soll. Also, falls ihr euch schon immer gefragt habt, warum das nicht funktioniert, es ist ein Bug und nicht gewollt. So, als nächstes haben wir dann zum Beispiel, wenn ihr jetzt über die Konsole und beziehungsweise über das PlayStation-Menü jemanden joint, dann konntet ihr manchmal euer Loadout nicht aussuchen. Das Problem besteht halt und die wissen Bescheid. Also es sind alles Sachen, wo die Bescheid wissen, die aber noch nicht gefixt sind. Wenn ihr manchmal eine Taktikausrüstung auf den Gegner schmeißt, dann klebt die an dem dran. Aber wenn dann zum Beispiel Nachschub runterkommt oder so, dann kommt das genau da runter, wo ihr es hingeschmissen habt und nicht an dem Feind. Also es sieht zwar so aus, als ob es dran klebt, klebt es auch, aber das landet trotzdem da, wo es eigentlich auf dem Boden hätte landen sollen. Und der Rest sind eigentlich nur so unwichtige Sachen, so wie User Interface. Aber wie gesagt, die letzten Sachen waren jetzt halt auch so, die ja noch nicht gefixt worden sind. Aber ihr wisst wenigstens schon mal Bescheid, worüber die Bescheid wissen, sage ich mal. Und ich verstehe natürlich, wenn viele Leute sauer sind, die jetzt nicht so viel Zeit haben, das Game zu zocken, wenn sie dann eine Mission von 40 Minuten zu Ende gespielt haben und dann keine Rewards kriegen oder das Game kurz vorher abschmiert, ist natürlich mega ärgerlich. Aber ich denke, die sind da auf einem guten Weg, das in den Griff zu kriegen. Ich finde halt, die Kommunikation von denen ist total on point. Das muss man einfach mal sagen. Also ich habe noch nie so eine geile Kommunikation, außer bei The Finals natürlich auch gesehen. Ich bin halt in beiden Discord-Servern vertreten. Und ich muss sagen, davon könnten sich eigentlich auch andere Entwickler mal eine Scheibe abschneiden. Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise wenn das hilfreich war, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Ein Abo wäre natürlich noch viel geiler. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Für Übererde.